Servus und herzlich willkommen zurück, ihr Kleinen und Großen. Ballettschuhe da draußen vor dem PC, Handy, Laptop. Wir spielen immer noch Undertale, Part Nummer 13. Ballettschuhe. Haben wir letztes Mal gefunden, haben wir als Waffen ausgerüstet und damit werden wir jetzt halt umeinander hin und her schlagen. Wir sind ja gar so mächtig. Gell? Und wenn ihr nicht wisst, von was ich rede, schaut es euch an. Ja? Ganz einfach. Ja, ich weiß nicht, ich kann hier nicht hoch, ne? Nee. Ich geh nochmal runter. Oh, Kampf. Oh, gleich beides. Oh, nee, das ist nicht schön. Ich mach erstmal Aaron. Mit den Armbeugen, das wird jetzt lustig. Oh Gott, oh Gott. Pfeif, pfeif, sauber, sauber. Hihihi. Oh Mann. Das. Ja, genau. Oho, genau. Genau. Bitte hör auf mit dem Angriff. Wohl, das ging noch. Armbeugen. Wohl. Obwohl. Na, nächstes Mal mache ich es anders. Genau. Ha. Ist mir ein Plan gekommen, wie ich beide gleich dann los wäre. Nett, ich werde nicht verlieren. Oh, oh Gott. Nein, nein, okay. Das gemein. Hui. Das war's. Joshua, ich sag Joshua einfach. Sauber. Ich hoffe, ich krieg jetzt diesen grünen gleich irgendwie nach oben. Yes. Au. Gut. Ich kann verschonen, einen zumindest. So, ich hoffe, ich überlebe. Oh, das schaffe ich noch. Oh. Nein. Nein! Das zweite Mal. Verdammt. Du wirst schon wieder. Roni, bleib entschlossen, verdammt. Habe ich noch meine Ballettschuhe dran? Gut. Na? Gut, das war doof. Hätte aber funktionieren können, hey. Aber da wollte ich jetzt nichts essen oder kein Ice Cream schlucken. Gar nichts. Ich wollte einfach gay. Hallo, hier ist Papyrus. Erinnerst du dich, als ich dich wegen der Kleidung anrief? Naja, die Freundin, die das wissen wollte, ihre Meinung über dich ist ziemlich mohnlustig. Aber ich wette, das wüsstest du bereits. Oder das wusstest du bereits. Und weil du das wusstest, habe ich ihr gesagt, was du mir erzählt hast. Ein staubiges Tütü. Weil ich natürlich wusste, nach so einer verdächtigen Frage würdest du natürlich deine Kleidung wechseln. Du bist so ein schlauer Fuchs. Somit bist du sicher und ich musste nicht lügen. Betrug von keiner Seite. Mit jedem befreundet zu sein ist so leicht. Irgendwie, das ist doof. Wir haben nicht gewechselt. Ha. Müssen wir nochmal kämpfen? Nee, die beiden nicht. Aber gegen die anderen noch? Nö. Na, wenn sie nicht kämpfen wollen, ist auch okay. Die kommen schon, wenn sie was wollen, gell? Du vernimmst ein Gespräch. Sage so etwas nicht. Komm schon. Ich verspreche, ich werde nicht lachen. Ich möchte mal wissen, was da rauskommt aus diesem Gespräch da. Ja, auch wahrscheinlich. So. Das ist hier oben. Was ist da unten dann? Aha. Dann bitte wasch mich. Ich möchte von dir gewaschen werden. Ich bin schmutzig. Ja, so schmutzig. Verdammt. Ja, lauf halt noch tausendmal. Nein. So. Das ist ja das Gemeine. Ich laufe einfach rein. Das tut weh. Nee. Schwierige Stelle. Die Macht, ihre Seelen zu übernehmen. Das ist die Macht, vor der die Menschen Angst haben. Naja. Die Menschen haben Schwachstellen. Ne? Was ist das? Spargel?
Spargel? Ein unanständiges Zeug. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Es ist. Oh mein Gott. Hi. Hey. Du da. Ich sah, dass du hier bist. Ich bin Oni. Onion-san. Onion-san, hörst du? Du besuchst Wasserfall, was? Es ist toll hier, was? Du liebst es hier, oder? Ja, ich auch. Es ist mein Favorit. Lass mich in Ruhe. Auch wenn das Wasser hier seichter wird. Ich muss mich immer hinsetzen. Aber hey, das ist in Ordnung. Besser ist, in die Stadt zu gehen, ziehen und in einem überfüllten Aquarium zu leben. Wie alle meine Freunde. Gelaufen, wa? Okay, geh mir nicht auf den Sack, ey. Außerdem ist das Aquarium sowieso voll. Also, selbst wenn ich wollte. Aber das ist in Ordnung, hörst du? Andein wird alles berichtigen, hörst du? Ich werde herauskommen und mehr leben, hörst du? Andein wird sowas fortrichten. Hey, du da, das ist das Ende dieses Raums. Man sieht sich. Ein schönen Aufenthalt. Im Waterfall. Vom Waterfall dann. Nice cream. Hui. Oh, Shirin versteckt sich in der Ecke, begegnet dir jedoch dennoch. Ich finde die auch jetzt süß. Die ist gut. Ist lustig, die Dame. Analyse. Attack 19, Defense 0. Unmusikalisch. Sie schämt sich, den Todessong zu singen. Okay. Um Gottes Willen. Tut mir so leid. Aber was tust du? Ich habe Angst. Oh. Ich muss sie zum Singen bringen. Summen. Lächeln. Dirigieren. Wir summen mit mal. Du summst einen abgefahrenen Ton. Schön begleitet deine Melodie. Das wird jetzt krass. Siri. Gottes Willen. Schön fühlt sich wohler. Wunderbar. Besser ist das. Finde ich aber lustig, weil die Musik ist aber toll. Der nördliche Raum enthält einen riesigen Schatz. Und das tut er auch. Das Klavier. Da steht's ja schon dran. Ein unvergesslicher Song. Halt im Flur. Möchtest du mitspielen? Die ersten 8 Noten sind genug. Da steht's. Dann geht die Tür auf. Komisch, dass das hier schon steht. Anscheinend, wenn man das Spiel schon mal erstmal schon durchspielt, passiert das wohl. Keine Ahnung. Für diese Macht gibt es keinen Konter. Ein Mensch kommt nicht an Monsterseelen. Wenn ein Monster stirbt, verschwindet seine Seele. Man bräuchte irrsinnige Kraft, um die Seele eines lebendigen Monsters zu absorbieren. Alter. Es gibt nur eine Ausnahme. Die Seele einer besonderen Spezies, auch bekannt als Bossmonster. Die Seele eines Bossmonsters ist stark genug, um nach dem Tod zu existieren. Ach, tatsächlich! Wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Ein Menschen könnte diese Seele absorbieren, aber das geschah noch nie. Und es wird nie geschehen, Gott sei Dank. So. Es ist eine Statue. Das Gestein zu ihren Füßen scheint trocken zu sein. Da gibt es jetzt halt so eine Art Hinweis, so ein Hint, so eine Lösung. Ja. Bitte nimm einen Schirm. Wir nehmen uns einen Schirm. Ja. So. Ja, klar. Mitnehmen. Dann gehen wir zurück und geben ihm das hier. Ja. Und dann kommt diese Musik. Du platzierst den Schirm über die Statue. Im Inneren der Statue fängt eine Spieluhr an zu spielen. Und dann kommt die Lösung für das Klavier. Ein Klavier. Liebe Tante, wir danken dir. Da. Ja, so. Wir gehen weiter. Wir nehmen unseren Schirm. Mitnehmen. Du nimmst einen Regenschirm mit. Oh, ist das schön.
Oh, es schifft aber wieder. Wie, das regnet. Igitt. Hey, Monster Cat. Jo, du hast einen Regenschirm. Wunderbar. Darf ich mitkommen? Lass uns weitergehen. Ja, komm halt dann auch. Mensch, nochmal. Beweg dich. Cool. Auch hier, die Schatten hier in der Pfütze ist schön gemacht. Einfach toll. Mann, Undyne ist so cool. Sie kämpft gegen böse Typen und verliert einfach nie. Ist wie eine Actionheldin. Und das stimmt sogar auch. Wenn ich ein Mensch wäre, würde ich jeden Tag ins Bett machen. Wo? Was? Wenn ich wüsste, dass sie mich bekämpft. Aha. Ja. Da würde ich aber auch ordentlich einessen, du. Kleiner. Ja. Also, vor einiger Zeit hatten wir ein Schulprojekt, bei dem wir auf Blumen aufpassen sollten. Der König, Herr Tremor, hat die Blumen selbst gespendet. Er kam zur Schule und hat uns etwas über Verantwortung und so beigebracht. Ich habe nachgedacht. Jo, wie cool wäre es, wenn Undyne zur Schule kommen würde. Oh mein Gott, sie könnte alle Lehrer fertig machen. Ja, das wünschen sich viele. Undyne ist so cool. Naja, wahrscheinlich würde sie nicht die Lehrer fertig machen. Sie ist einfach so cool, um unschuldige Leute zu verletzen. Ja, das ist sie auch. Ah, ist auch ein cooler Moment. Hier, das ist das Schloss schon. Hm, wir kommen doch vorwärts. Ist das cool. So cool. Kann man sich anschauen. Aber ich dachte, die Bekannten können doch sprechen miteinander. Oh, wie sich das bewegt hier und der Himmel. Also, es gibt keinen Himmel. Wir sind im Untergrund, ja, aber... Das Funkeln, dieses Beben. Oh. So. Was ist das hier? Nö, wir nehmen noch mit. Ah ja. Jo, dieser Vorsprung ist viel zu steil. Jo, du wirst doch anderen sehen, richtig? Lege den Regenschirm weg und klettere auf meine Schultern. Jo. Ja, dann tschüss Regenschirm. Tschüss Regenschirm, oh mein Gott, mein armer Regenschirm. Oh ja, jetzt bin ich hier oben. Dankeschön. Jo, geh einfach weiter. Kümmere dich nicht um mich. Ich finde immer einen Weg. Oh, cute. Süß. Ja, es wird jetzt nicht besser. Der ruhige Klang einer Spieluhr in der Ferne erfüllt dich mit Entschlossenheit. Und die ist so entschlossen, dass ich fast mir in die Hosen scheiß. Die Menschen erklärten uns den Krieg aus Furcht vor unserer Macht. Sie haben plötzlich und gnadenlos zugeschlagen. Okay. Sieh, hier wird's noch dunkel und hier wird's noch hell. Letzten Endes konnte man es kaum einen Krieg nennen. Gemeinsam waren die Menschen zu stark und wir Monster zu schwach. Nicht eine Seele wurde absorbiert und zahlreiche Monster wurden zu Staub. Tja. Das macht's wirklich nicht einfacher. Lalala, der Mond. Oder die Sonne ist eher der Mond. Okay. Nice scream. Ah. Lady. Wir können noch über alles reden, oder? Ah, Süße. Wie wär's mit einem Freund? Geh mal so. Ja. Fick. Oh Mann. Nein. Geh mal so. Ja. Ah. Shit. Och, Mann, Mädchen. Aus. Mann, der ist da unten. So cool. Nein. Jetzt geh ich aber wieder zurück, oder? Mädchen? Mädchen, ist euch gut, Mädchen, Andini, du. Ich gehe ja den ganzen Tag falsch hier, oder? Toll. Wir sind aber jetzt richtig. Jetzt wird's nicht, bitte. Mehr Platz bedeutet nicht unbedingt. Ey. Au. Ja.
Jetzt hab ich's bald. Oder? Gerettet, gerettet. Oh, oh Scheiße. Das geht noch weiter. Nein. Nee, Andy. Andy. Hey, Andy. Yes. Jetzt kommt sie nochmal. Oder? Hä? Dann muss ich doch vorbei. Oh. Mensch. Stirb. So einfach geht's. Es hört sich an, als wäre es von dort gekommen. Oh, du bist da runtergefallen, nicht wahr? Geld ist... Hier, nimm meine Hand. Grundi, wie... Das ist ein schöner Name. Mein Name ist... Hi, hi, sind wir da? Hi, überlebt. Hi, yay. Okay, Müll. Tremors Müll. Müllhaufen, hier sind einige Marken, die du wiederkennst. Yeah, Toilettenbürstchen. Nur Müll. Jetzt hoffe ich, dass wir speichern können. Ja, na, dann kann ich beenden. Der Wasserfall scheint von der Höhlendecke herabzufließen. Manchmal fliegen Müllteile hier herunter und direkt in den endlosen Abgrund. Dieser endlose Zyklus aus wertlosem Müll. Er erfüllt dich mit tiefster Entschlossenheit. Diese Entschlossenheit. Und mit diesen Worten werde ich heute diese Aufnahmesession beenden. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war auch sehr viel bei euch im Text. Und sehr interessant auch für diejenigen, die dieses Spiel nicht kennen. Und da gibt es auch welche. Und ja, freut mich, dass ihr dabei seid. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Bye. Euch noch ein schönes Wochenende und schöne Woche. Bye.